Ja, servus Leute, herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Prognose von der Top-Partien Squad Building Challenge, die natürlich bald wieder ansteht, wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder vielleicht sogar schon heute Abend. Ich weiß es nicht genau, es kommt darauf an, welche Spiele EA diesmal reinpackt. Ich bin ziemlich gespannt und ich habe natürlich mal wieder ein paar Partien rausgesucht und bin wirklich gespannt, ob wir diesmal wieder bei einigen richtig liegen. Wir haben ja beim letzten Mal doch zwei Spiele immerhin richtig gehabt und letzte Woche leider keine Top-Party-Prognose. Da habe ich es leider nicht ganz zeitlich geschafft. Diese Woche ist auf jeden Fall wieder eine am Start und wir haben natürlich aktuell die Länderspielpause und da ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, welche Partien soll man da auswählen. Ich habe jetzt mal hier ein paar rausgesucht, da können wir auch direkt mal drauf schauen. Zum einen England gegen Schottland am 11. November ist natürlich ein richtiges Topspiel, das Großbritannien-Topspiel sozusagen. Und ich denke mal, dazu wird auf jeden Fall eine Challenge kommen. Das Spiel ist allerdings schon in 3 Tagen. Das heißt, es ist nicht ganz sicher, ob oder wann die Challenge dann kommt. Und das Gleiche gilt auch für das letzte Spiel, das ich noch drin habe, Niederlande-Belgien. Was meiner Ansicht nach auch ein sehr, sehr gutes Spiel ist, ist allerdings auch nur ein Freundschaftsspiel. Also ich weiß nicht, ob die Freundschaftsspiele da auch mit reinnehmen oder nur einzelne Qualifikationsspiele. Und das ist auf jeden Fall schon mal 2 Top-Spiele. Dann habe ich noch ausgewählt USA gegen Mexiko, natürlich immer ein richtiger Klassiker. Und das gleiche gilt natürlich für Kolumbien gegen Chile, der Südamerika. Klassiker in der Südamerika-WM-Qualifikation, was natürlich auch ein brisantes Spiel ist. Genauso wie natürlich Brasilien gegen Argentinien. Und da glaube ich fast, dass eher Brasilien gegen Argentinien eine Challenge kommt, als für Kolumbien gegen Chile. Weil ich glaube nicht, dass sie 2 Spiele aus der Südamerika-Qualifikation bei den Top-Partien reinpacken und deswegen würde ich fast sagen, suchen wir jetzt mal ein paar Spieler raus für die einzelnen Spiele. Niederlande, Belgien ist auch so eine Sache. Das Spiel ist schon morgen. Also ich weiß nicht genau, ob da wirklich eine Challenge noch dazu kommt. Wenn, dann müsste sie schon heute kommen. Oder sie machen die Challenge im Nachhinein vom Spiel. Das kann natürlich auch passieren. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und wir haben natürlich auch diesmal keine Challenge dabei, wo es um Bronzespieler geht, wo es um Silberspieler geht, außer vielleicht, falls die Schotten einige Spieler gebraucht werden. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal in Ultimate Team und kaufen dort mal ein paar Spieler von den einzelnen Teams. Und schauen wir einfach mal direkt rein. So, jetzt schauen wir natürlich mal nach ein paar Spielern. England, Schottland ist natürlich die Frage, was wir da kaufen. Wir haben, ich kann natürlich mal schauen, wir haben sicher ein paar Spieler aus England im Verein. England ist natürlich so eine Sache, wo man jede Menge Spieler zieht in Packs, egal ob es jetzt Gold, Silber oder Bronze ist. Ich denke mal, da haben wir einiges im Verein und da müssten wir jetzt auch nicht unbedingt was uns besorgen. Die Frage ist eher, ob wir zu Schottland einige Spieler im Verein haben. Da schaue ich einfach mal direkt rein. Wir haben jede Menge Goldspieler auf jeden Fall schon mal, was auch schon mal richtig gut ist. Ein paar Silberspieler natürlich auch am Start. Und da muss man natürlich dann auch ein bisschen drauf achten, falls wirklich gefragt ist, dass wir dort zum Beispiel jetzt eine Premier League Mannschaft bauen sollen aus Schotten und Premier League Spielern oder Schotten und Engländern natürlich, dass wir dort natürlich auch aus der Premier League einige am Start haben. Und das ist natürlich auch der Fall, bis auf den Brit-Cut sind alle in der Premier League hier tätig und ich denke mal, da müssen wir gar nicht zu diesem Spiel so viele Leute kaufen. Da würde ich sagen, beschränken wir uns einfach auf die, die wir haben und kaufen vielleicht für die ein oder andere Position nochmal einen Spieler dazu. Man weiß ja immer nie, was da wirklich gebraucht wird, falls jetzt zum Beispiel eine komplette Premier League Mannschaft dafür gefragt ist. Schauen wir einfach mal, was wir hier so im Angebot haben aus der Premier League, aus Schottland und dann kaufen wir einfach ein paar Spiele ein, die wir noch nicht haben. Und dann müssen wir natürlich im Schluss oder im Endeffekt dann nur noch hoffen, dass die Challenge dann auch kommt. Und dann haben wir dann eigentlich schon ein bisschen Gewinn gemacht, weil es gibt wirklich nicht viele Schotten in der Premier League. Natürlich gibt es so die üblichen Goldspieler, die jeder zieht. Aber
Die werden dann, denke ich mal, auch häufig abgestoßen oder gar nicht gebraucht. Und deswegen ist es, denke ich, nicht verkehrt, wenn man hier so den einen oder anderen mal in den Verein packt. Zum Beispiel jetzt hier mal so einen Rechtsverteidiger. Wir haben noch keinen Rechtsverteidiger gehabt aus Schottland. Und deswegen nehme ich den jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen werden. Oder hier so ein Stürmer aus Schottland können wir, denke ich, auch mal kaufen. Und dann würde ich sagen, halten wir uns gar nicht allzu sehr auf. Den Stürmer hatte ich sogar schon im Verein. Dann stoße ich den einfach wieder ab. Die 200 Coins Verlust kann ich jetzt natürlich ertragen. Und wir gehen direkt mal ins nächste Spiel. Ich will mich jetzt gar nicht so lange aufhalten, weil wir die meisten Spieler natürlich schon im Verein haben. Ich will euch nur mal einen kleinen Überblick geben, eigentlich, was wir hier an Spielen verwenden können, falls diese Challenges kommen. Und zwar ist unser nächstes Spiel dann USA gegen Mexiko. Und auch da schauen wir natürlich erstmal wieder, was wir im Verein schon im Angebot haben, ob wir da ausreichend vorgesorgt haben. USA fangen wir mal an und da haben wir natürlich jede Menge Goldspieler. Howard, Clint Dempsey, Brooks, Cameron, Rimando, Nagbe, Altidor und Nguyen, Gusan und so weiter. Und auch jede Menge Silberspieler, die ich mir natürlich aufhebe für die MLS Challenge. Aber falls jetzt wirklich mal hier so eine Challenge kommen sollte, wo wir Amerika-Spieler brauchen, können wir natürlich hier welche verwenden. Und da würde ich natürlich dann eher auf die Spieler zurückgreifen, die nicht in der MLS spielen, falls wir die MLS Challenge irgendwann noch machen wollen. Für den Giovinco, den es ja da noch zu holen gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die mache. Es ist natürlich auch die Frage, Giovinco ist aktuell in den Predictions für das neue Team der Woche und dann hat er natürlich schon eine gute Karte. Müssen wir mal abwarten, auf jeden Fall. Falls USA kommt, haben wir, denke ich, vorgesorgt. Die Spieler werden dann ein bisschen den Preis steigen, nehme ich an. Das können wir dann natürlich dann auch nochmal vergleichen, wenn es wirklich soweit sein sollte. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal zu Mexiko und schauen mal, was wir dort im Angebot haben, was wir dort kaufen können oder ja, was wir gebrauchen können, vielleicht an Positionen. Wir haben jetzt hier Guardado als ZM, wir haben LF, ein RF, ein Stürmer, einen linken Mittelfeldspieler, einen Innenverteidiger und zwei Torhüter und Silberspieler haben wir dann auch noch ein paar ZMs, RV und wir haben, denke ich, wenn ich es so richtig gesehen habe, keinen Linksverteidiger, aber zwei Rechtsverteidiger. Das heißt, wir könnten vielleicht noch mal einen Linksverteidiger aus Mexiko kaufen. Man weiß ja nie, ob der dann gebraucht wird oder nicht. Auf jeden Fall wollen wir dann natürlich auf der sicheren Seite sein. Falls das Spiel wirklich kommt, dann haben wir auf jeden Fall einen im Verein und können den dann verwenden. Und der muss dann, denke ich, gar nicht so teuer sein, wenn wir hier für 200 oder 250 hier einen kaufen. Hier zum Beispiel den Silberspieler, um ein bisschen Rating auch zu bekommen. Dann reicht es, denke ich, vollkommen aus. Und dann halten wir uns auch mit diesem Spiel nicht so lange auf und gehen direkt zum nächsten Spiel. Ich könnte natürlich jetzt Kolumbien, Chile machen oder Brasilien gegen Argentinien. Das könntet ihr dann für euch entscheiden, auf welches Spiel ihr euch konzentrieren würdet. Meiner Meinung nach ist Brasilien gegen Argentinien sehr, sehr wahrscheinlich. Deswegen werde ich dieses Spiel jetzt zeigen. Ich werde jetzt keine Spiele zu Kolumbien, Chile kaufen, weil ich da auch, denke ich, noch einige im Club habe. Vielleicht schauen wir einfach mal schnell, ob ich ein paar aus Chile habe. Nicht, dass wir dann da dastehen und keine Spieler am Start haben, aber ich denke mal, die Spieler, die wir hier haben, sollten ausreichen. Da könnt ihr euch, wenn ihr sicher gehen wollt, einfach ein paar günstige Spieler kaufen. Die hier werden alle nicht allzu viel kosten. 300, 400 Coins, schätze ich mal. Und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, falls die kommen. Genau das gleiche gilt natürlich auch für Kolumbien. Und wir wollen uns jetzt allerdings auf Brasilien gegen Argentinien spezialisieren. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da auch ein richtig gutes Set gibt, als Challenge-Belohnung. Deswegen müssen wir da natürlich auch darauf achten, dass wir eine relativ hohe Teambewertung haben. Schätze ich mal, für dieses Spiel wird so eine 81er, 82er Teambewertung als Anforderung sein und man wird ein relativ gutes Set bekommen als Belohnung, wenn man die Challenge abschließt. Und da würde ich mich auf solche Spieler konzentrieren, wie zum Beispiel Jonas, der, denke ich, jetzt nicht so teuer ist. Schauen wir einfach mal, der kostet 1500, ist 84er. Genauso wie Julio César, der auch knapp an die 1000 Coins kostet.
und eine 83er Bewertung hat. Die Premier League Spieler würde ich gar nicht verwenden in dieser Challenge. Falls wir wirklich Brasilianer brauchen, da würde ich dann eher wieder Jardel nehmen. Raphael könnte man da durchaus nehmen. Oder auch die Spieler von Schachtar Donetsk, die glaube ich alle für unter 1000 Coins zu haben sind. Es sind in dem Fall dann Tyson, Fred, Marlos, Wellington Nem und wie die alle heißen. Ganso natürlich auch mit seinen 35 Tempo nicht allzu prädestiniert, um viel wert zu sein. Ich denke mal, der geht auch für 800 Coins weg. Ja, so sieht es auch aus. Und ich denke mal, da haben wir auch wirklich einiges am Start. Hier nochmal natürlich Fred, Danilo, nochmal ein Danilo, ein Melo, ein Jefferson, Fernandão. Das sind natürlich so Spieler, die bei den Challenges gefragt werden. Und falls wir wirklich gar keine seltenen Spieler brauchen, nehmen wir dann einfach solche Spieler wie Hilton hier. Oder ja, Luisao, Petros, Jonatas aus der russischen Liga zum Beispiel. Oder Jemerson von AS Monaco, wieder russische Liga. Ich denke mal, kauft da einfach ein paar Brasilianer, variiert ein bisschen. Vielleicht braucht man ja auch Silberspieler. Da ist es natürlich dann immer gut, wenn man den einen oder anderen Silberspieler am Start hat. Oder natürlich auch ein paar Bronzespieler. Man weiß ja wirklich nie, was EA da verlangt von einem. Und das gleiche schauen wir natürlich jetzt auch nochmal für Argentinien, was wir dort an Spielern zur Verfügung haben. Auch hier haben wir jede Menge Goldspieler am Start. Lamela, Zabaleta, Icardi natürlich. Icardi, der ist glaube ich auch nicht allzu viel wert. 82er und kostet ungefähr 1000 Coins. Also wenn da wirklich ein hohes Rating angefordert wird, ist natürlich gut, wenn man solche Spieler im Voraus gekauft hat, wie Icardi, wie Zabaleta oder Lamela, die glaube ich nicht allzu viel kosten aktuell, genau. Und dann kommt man mit denen locker auf ein hohes Rating und muss nicht viele Coins bezahlen. Und wenn natürlich ein hohes Rating angefordert wird, dann ist es natürlich schnell passiert, dass diese Spieler in die Höhe schießen. Man hat erst gesehen, Zabaleta beispielsweise hat bei der Manchester City Challenge 12.000 gekostet und als die Challenge vorbei war, hat er dann auf einmal nur noch 5.000 gekostet. Mittlerweile sogar nur noch bei 1.000 Coins. Also es lohnt sich wirklich dann mal solche Spieler im Verein zu bunkern. Irgendwann braucht man die auf jeden Fall wieder. Das gleiche gilt hier für diese Non-Rare-Spieler an Sal. Die 80er Rating ist eigentlich eine richtig gute Karte für solche Challenges. Und ich denke mal, da haben wir auch für dieses Spiel vorgesorgt. Kauft euch da einfach ein paar Spieler, wenn ihr die nicht im Verein habt. Ich habe jetzt hier ein paar genannt, die wirklich richtig gut funktionieren würden. Und dann gehen wir auch schon zur letzten Partie, wo ich wirklich meine Zweifel habe, ob die kommt, weil es ist wirklich schon bald das Spiel, also es ist schon morgen und es ist Niederlande gegen Belgien und dort wollen wir natürlich uns auch auf die günstigen Spieler konzentrieren, die natürlich vor allem in der Eredivisie spielen. Da haben wir natürlich die ganzen Holländer, Soet zum Beispiel, De Jong, Bast Dost aus der portugiesischen Liga. Das ist vielleicht so eine Karte, die ich nicht unbedingt verwenden würde, weil dem kann man gut in anderen Challenges noch verwenden, weil er ja in der portugiesischen Liga spielt. Martins Indi kann man gut verwenden, die zwei hier aus der Eredivisie von Ajax Amsterdam natürlich. Und genauso sieht es auch aus mit den Silber- und Bronzekarten. Ich denke mal nicht, dass man da, falls diese Challenge kommt, ein allzu hohes Rating braucht. Also kann man da, denke ich, auch ein paar Silberspieler kaufen und ist da relativ gut vorbereitet. Das gleiche können wir jetzt auch nochmal für Belgien schauen. Dann würde ich sagen, belassen wir es dann auch schon fast für dieses Video. Ich will das wirklich nicht allzu lang halten. Auch hier haben wir so Spieler wie Van Damme oder Cabasele, die nicht viel kosten. Und Origi natürlich auch, Simon, die haben alle eigentlich ein gutes Rating, vermahlen, die kosten alle so um die 1000 Coins. Und wenn man die sich natürlich dann holt und es kommt wirklich eine Challenge für Belgien, dann steigen die natürlich relativ schnell vielleicht mal aufs Doppelte und man kann die dann wieder verkaufen, wenn man ein paar vorgesorgt hat oder macht einfach die Challenge zu einem günstigen Preis und muss sich nicht dann, wenn die Challenge draußen ist, teure Spieler kaufen. Im Notfall, falls die Challenge nicht kommt, kann man die Spieler ja immer noch wieder zu dem Preis, wo man sie gekauft hat, wieder draufstellen und die gehen dann meistens auch direkt wieder weg. Also kein großes Risiko. Man kann die natürlich auch behalten und auf eine neue Challenge warten. Ist natürlich alles möglich. Und dann würde ich sagen, deckt euch vielleicht, wenn ihr wollt, mit ein paar Spielern ein, die ich gerade gezeigt habe. Und ja, wenn ihr wollt, dass wir noch eine
Prognose zu dem Premier League Spieler des Monats machen, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, dann würde ich das auf jeden Fall noch machen. Ich habe da auch schon ein bisschen investiert, da könnte ich auch mal einen kleinen Überblick geben, was ich da so gekauft habe und so weiter. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr für das Video einen Daumen nach oben da lasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Jules, haut rein.